Hallo ihr Lieben, da ist Laura Bindery und ich bin da heute mit meiner Mama, Beatrix. Und wir sind bei Fragen aus der Box. Und mein Töchterli fängt an. Schon? Jugend vor Alter. Ja, ho, okay. Schätzchen, bitte. Ich bin mal gespannt, wie das anfängt. Stell dir vor, du hast ein Jahr lang Urlaub. Was machst du? Ein Jahr lang Urlaub. Eigentlich verändere ich mich aber gerne zu Ross. Wir wohnen in Lochau mit Blick auf den See. Was gibt Schöneres? Das stimmt. Mhm. Dann würde ich mich fast anschließen. So. Jetzt weiß ich gerne, brauche ich meine Brille oder kann ich das lesen? Es ist ja groß. Ah, es ist schön groß, auch für Ältere zu wieder. Von wem warst du als Teenie der größte Fan? Das ist einmal eine Frage, die du ziemlich schnell beantworten kannst. Ziemlich ganz schnell eigentlich. Also als Teenie, das passt eh genau, weil gerade im Beginn des Teenie-Daseins, also mit 13, habe ich Barbara Streisand vor dem Schloss Schönbrunn. Ich habe mir eigentlich nichts gesagt. Das erste Mal live gesehen und das war eigentlich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt weiß ich, was ich mit meinem Leben machen will. Ich will Schauspielerin werden und Sängerin. Und das zu kombinieren, es gibt für mich nichts Besseres. Also das war, weil ich glaube, nicht bei dem Konzert gewesen wäre mein Leben anders verlaufen. Also auf jeden Fall. Das glaube ich auch. War mein, ist immer noch mein größtes Idol und meine Inspiration. Und ja, auf jeden Fall. Und so blieb es, glaube ich, auch ewig. Also großer Fan. Ja. Du bekommst einen Preis für dein Lebenswerk. Bei wem bedankst du dich? Einen Preis für mein Lebenswerk? Bei meiner Familie täte ich mich bedanken. Bei dir, mein Engel, und beim Papa. Und täte einfach so weitermachen wie bisher. Ah, entschuldige, du kommst. Mit welchem Schauspieler in, das ist das Genderzug wieder, oder Regisseur, Regisseurin, würdet ihr gern einmal einen Film machen? Gute Fragen. Ja, ihr statt da nämlich, wir beide, das geht an uns beide. Ihr beide? Meint man beide? Ja, oder? Ich glaube, es Laura wird es einmal. Mit welchem Schauspieler, fangen wir mal da an. Ja, Schauspieler und Regisseur. Mein Gott, da gibt es mehrere. Darf man nur eins sagen? Ich sage ein paar. Also bei Schauspielerin gibt's noch. Kate Blanchett, Kate Winslet, die ganzen Kates. Sandra Bullock, Gillian Anderson. Da stoppen wir mal. Und bei den Männern Bradley Cooper, den ich vor ein paar Jahren kennenlernen habe dürfen bei den Festspielen in Venedig. Mhm. Das war Wahnsinn. Super cool. Die blauen Augen, oder? Ja, die blauen Augen. Ist das Augen. Der mit den blauen Augen? Ja, das ist der mit den blauen Augen. Ryan Gosling, toller Schauspieler. Auch ein super Typ. Ja. Rami Malek, der den Bohemian Freddie Rhapsody. Mercury spielt in Bohemian Rhapsody. Mhm. Toller Schauspieler. Leonardo DiCaprio. Ich meine, die Liste wäre lang. Aber das wären jetzt mal so meine. Und der Chalamet. Der Timothée Chalamet. Mit dem täte ich gerne was. Ja, sie steht komplett auf Timothée Chalamet. Ich könnte ja seine Mutter spielen, bitte. Stimmt. Und den Regisseur oder Regisseurin? Regisseurin Catherine Bigelow. Mhm. Tolle Frau, tolle Regisseurin. Und Regisseure James Cameron. Mhm. I. Martin Scorsese. Mhm. So irgendeine geile Mafia-Braut oder sowas. Eine Mafia-Braut? Ja, so eine komplett alternde, weißt du, die alte so im Griff. Ja, total. Die hat sowieso alles im Griff. Sie ist eigentlich der Don der Familie, sagen wir immer. sonst gibt es nichts zu essen. Das ist ganz einfach. Absolut, das stimmt. Die Aushungerung wäre im Gang, wenn es dich nicht gäbe. Die Aushungerung wäre im Gang. Ja, So der Lach. Worin seid ihr euch komplett gleich? Was ist euer größter Unterschied? Worin sind wir uns komplett gleich?
In wahnsinnig vielen sind wir uns komplett gleich. In der Sicht der Welt, im Umgang mit anderen Menschen. Wenn wir gemeinsam was erleben, sagen wir oft genau das Gleiche, in derselben Sekunde. Ja. Also es ist ein Guss und wir spüren uns eigentlich, wenn die Laura in Los Angeles ist und ich denke mir, jetzt müsste sie landen oder jetzt müsste sie dort und dort sein und in der Sekunde schreibt sie mir was. Also wir haben da unglaublich seelische Verbundenheit. Das stimmt. Weit über den Ozean, oder Schatzi? Ja, das stimmt. Und was heißt die Unterschiede. Anders? Unterschiede? Was haben wir für Unterschiede? Ja, ich bin wahnsinnig häuslich, liebe kochen, die Laura nicht. Die Laura isst irrsinnig gern und isst alles ganz brav, will keine Extras. Paprika. Und bis auf Paprika und gekochte Karotten. Gekochte Gerlrüble. Gerlrüble, isst sie eigentlich halt. Sie isst irrsinnig gern, aber sie kocht nicht gern. Also das ist ein Riesenunterschied. Das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Ein gewaltiger Unterschied. Mhm. Und ich bin irrsinnig gern Hausfrau. Aber ich putze sehr gern. Sie ist eine große Putzhilfe. Große Putzhilfe. Fürber, wenn ich das einbringen darf. Fürber kann sie 1A viel besser wie ich. Ja. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Und was ist noch für ein großer Unterschied? Sie fährt viel schneller wie ich mit dem Auto. Ja, das stimmt. Da ist sie sehr frech. Gasfüße. Sicher, aber für meinen Geschmack zu schnell. Und aber sonst sind wir uns eigentlich schon sehr ähnlich. Tausendmal begabter im Schauspiel. Nein. Ja, tausendmal begabter. Aber sonst klopfen unsere Herzen ziemlich im Gleichklang. Ja, das kann man so sagen. Das darf ich eigentlich sagen. Was ist für dich das Wichtigste, um erfolgreich zu sein? Das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, ist eigentlich relativ. Erstens die Familie, die ich habe, die immer bei mir waren, seit ich Kind war eigentlich. Und die Kraft von daheim und die Energie. Und die schöne Kindheit, die ich verbringen habe dürfen, nur in der Natur und auf Bäumen. Und noch zum Glück ohne den ganzen Social Media Wahn. Ich glaube, das hat mir extrem viel Kraft für meine Zukunft gegeben. Und sowas kann man sich nämlich nie wieder zurückholen, finde ich, wenn du das nicht als Kind hast. Und eine gewisse Furchtlosigkeit braucht man auf jeden Fall, weil der Beruf ist sehr hart und du weißt nie, was passiert. Ja, Liebe von daheim ist das Allerwichtigste. Den ist man stark. Den ist man auch stark. Mhm. Und für die Niederlagen. Absolut, ja. Würde ich sagen. Du, mein Schatz? Ach, die Frage wieder. Du darfst ein luxuriöses Dinner mit 3 Persönlichkeiten haben. Tot oder lebendig, wen lädst du ein? Super Fragen. Ja, sehr. Super Fragen. Mit 3 Personen? Ja. Tot oder lebendig? Romy Schneider. Ich war immer ein großer Romy Schneider-Fan. Ich komme ja aus dem 19. Jahrhundert. Also mit der Romy Schneider? Nein, eher aus dem 20. Jahrhundert. Ja, das war ein Witz. Ach so, okay. Weil so alt bin ich jetzt doch noch nicht. Wir kommen beide aus dem 20. Jahrhundert. Wir kommen beide, ja. Ich halt ein bisschen früher. Ja. Mit der Romy Schneider täte ich gern, die hätte ich gern dabei. Und Jim. Ich wollte genau Morrison. Das sagen. The Jim, Doors. The Doors. In dem Moment. Gott. The Doors natürlich. Ja. Natürlich. Der muss unbedingt dabei sein. Jetzt hätten wir schon 2. Jetzt hätte vielleicht noch einen lebendig. Jetzt hätten wir schon 2, ja. Die müssten vom Himmel runterkommen. Mhm. Und ein lebendiger Mensch noch schon erzählen? Ja, nein, ist deine Entscheidung. Anthony Hopkins. Ja. Den haben wir kurz einmal in Los Angeles gesehen. Weißt du noch? Wo wir da stimmt, in der Hotellobby. In Bel Air. Das ist ja ganz allein geguckt. Ja. Und war total abgeschirmt. Ja. Und hat mich ganz lieb angelächelt. Mhm. Und wenn stimmt. Der noch dabei hockt, das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Der kann sogar Französisch.
Ich könnte so gerne mit der Romy Schneider auf Französisch reden, weil er ein sehr gebildeter Schauspieler ist. Ja, der ist sehr intelligent. Ja. Und der wahnsinnige Jim Morrison. Ich glaube, das wäre ganz gute Kombination. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich dran, gell? Yeah. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Wächst Jim Morrison. Ich spüre es. Was ist für dich so richtig typisch vor Arlberg? Das ist auch eine tolle Frage. Oh, ja. Oh Gott, nein. Ach, da gibt es viel. Ich denke mir immer, wenn man oft im Ausland ist, schätzt man die Heimat noch viel mehr. Und sobald ich irgendwie daheim ankomme, spürt man, die Mentalität ist natürlich anders als in Amerika. Und ich bevorzuge das da. Einfach die Echtheit. Manchmal auch das Verruchte, was im Vorarlberger ist. Mhm. Das Ehrliche und das Gemütliche. Gemütlich. Das Erste. Das wahnsinnig Lustige, oder? Das wahnsinnig Lustige. Vorarlberger sind brutal lustige. Unglaublicher Schmäh, das stimmt. Ja. Ein unglaublicher Schmäh im Vergleich zum Rest zu Österreich ist der Schmäh wirklich einzigartig. Erstens versteht uns eh keiner. ich liebe Vorarlberg. Über alles. Also. Jetzt kommst du wieder. Sind wir schon fertig? Nein, es ist schon aber nicht. Eine noch. Also das sind so liebe Fragen, das kann nur von einer Frau kommen. Ah. Wie lange hört ihr maximal nichts voneinander, bis ihr euch Sorgen macht? Mei. Oh, nicht lang. Also wir sind, wenn ich nicht da bin, fast stündlich im Kontakt, oder? Ja. Wenn ich gerade in der Luft bin. Wenn ich nicht gerade in der Luft bin, und natürlich macht der Zeitunterschied viel, viel aus. In New York sind es nicht so viele Stunden wie in Los Angeles. Also wenn ich aufstand, hat sie gerade späteren Nachmittag und ich schrieb ihr sofort, ich bin jetzt wach. Dann kommen 10 Herzle. Nein, wir sind eigentlich täglich im Kontakt. Also ja. wenn ich ihr nicht ein Smiley schicke oder ich bin irgendwo gut angekommen, dann gehen bei ihr alle Szenarien ab, die es nur gibt. Also. Weil ich denke mir einmal so, jetzt fährt sie von dort nach dort. Oder? Ja, ich bin sehr verlässlicher Mensch. Ja, sie ist sehr verlässlich. Und ja. Vergesst du da ist eigentlich nie. Nein. Ich habe oft keinen Empfang, ich weiß nicht warum. Und manchmal geht es nicht gleich durch. Und wenn der nur bei WhatsApp auch Hörkel ist und denkt, sie sich, nur ich bin nervös. Irgendwie von Aliens. Aber ansonsten muss ich mir nicht viele Sorgen machen, nein. Weil du so verlässlich bist. Letzte Frage. Welcher war der schönste Ort, an den du jemals gereist bist? Pah. Ja, ganz spontan fällt mir in Santa Margherita di Ligure. Ja, das ist an der ligurischen Küste in Italien, so eine steil abfallende Felsenküste. Und da bin ich mit meinem Mann, als die Beziehung noch ganz heimlich war, sind wir die ganze Nacht durchgefahren und haben gesagt, wir fahren einfach nach Italien ein paar Tage. Und er ist einfach drauf losgefahren und wir sind gelandet in Santa Margherita di Ligure. Und das ist ein magischer, bezaubernder Ort am Meer, damals mit ganz verschlafen, wenig Leute, trotzdem sehr mondäne Bauten, sehr viel Kultur. Und ich habe die schönste Zeit meines Lebens dort verbracht. Und aufgrund dessen fahren wir eigentlich jedes Jahr, seit die Laura auf der Welt ist, dort runter, um das immer wieder zu inhalieren. Also ich glaube schon Santa Margherita. Ja, eigentlich mir Portofino sind die ganze ligurische Küste. Und vor allem gibt es das allergrößte Risotto Marinara. Das stimmt. Also allein für das würde ich auch belaufen. Das stimmt, Schatzi. Polpo con patate. Meraviglia. Nein, wir fahren auch heuer wieder dort runter und alle drei. Und Gott sei Dank ist die Laura da, wir hoffen es zumindest, dass sie mit kann. Und
Wenn ich also ganz spontan, es gibt natürlich wunderbare Orte, bei denen ich die Einfahrt sind eigentlich zwei Sachen. Santa Margherita di Ligure, wenn man dort von der Autobahn runterkommt und dann so reinfährt, die ja, Serpentinen, mit tollen Musik im Auto. Und das zweite ist, in Lech aussteigen und in die Kutsche hocken, im tief verschneiten Winter und hintere nach Zug fahren mit der Rössle. Das ist schon etwas, was mich jedes Mal wieder umhaut. Ganz deiner Meinung. Ja, wir sind fertig. Sind wir fertig? Ja. Ja, wunderbar. War schön, mal ganz offen mit ihr gesprochen zu haben. Ich habe das auch so empfunden. Toll, ne? So mal über alles zu reden. Absolut. Also vielen Dank. Vielen und Dank. Bussel.